Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde Let's Play Trackmania 2 Canyon. Ich habe eine Nachricht erhalten. Und zwar von Monster Hunter 3 an mich. Hab deine Let's Plays gesehen, lustig. Hättest du mal Lust zu spielen? Erstmal hi Monster Hunter 3. Ich denke in einem Let's Play, da können wir doch direkt mal antworten. Also, was schreiben wir denn? Betreff Antwort. Nachricht. Hallo Monster Hunter 3. Das ist sehr nett von dir. Na klar, habe ich mal Lust zu spielen. Habe ich ja in den Let's Plays auch gesagt. Melde dich bei mir. Dann können wir zusammen spielen und das auch aufnehmen, wenn du möchtest. So, ihr seht, Nachrichten werden direkt beantwortet. Wenn ihr Bock habt, mitzuzocken, meldet euch direkt. Zocken wir da zusammen. So, noch freundlich sein, wie immer. Also Monster Hunter, melde dich bei mir. Wir zocken dann zusammen. Alles klar. Oh, das kostet sogar Geld. Beziehungsweise, was heißt Geld? Solche Dinger. Das ist egal. Das ist es mir wert. So, wir spielen. Wir waren blau. C15. Ach ja, das war hier die Strecke, wo wir nicht weitergekommen sind. Ja, was gibt's Neues zu erzählen? Es ist Sonntagabend bei mir. 18.27 Uhr. Oder sogar noch später, ich weiß es gerade gar nicht. Ja, morgen geht die Woche wieder los. Wieder voll öde. Oh, wie immer. Ja, was will man machen? Bald sind Osterferien. 10 Wochen. Durchhalten, würde ich sagen. So, wir fahren natürlich wieder gegen Gold. Überhaupt keine Frage. Hoffen wir mal, dass wir das diesmal schneller hinkriegen. Ich habe keine Lust, die komplette Folge an einer Strecke rumzugammeln. Aber das ist alles absolut. Das kriegen wir hin. Ich bin guter Dinge. Ich bin sehr guter Dinge. Ich bin nicht mehr ganz so guter Dinge. Machen wir das noch oder? Nee, das Ganze. Von mir aus wird die Folge dann noch mal ein bisschen länger. Dann. So, wir kriegen hier mal was geschissen heute. So. Schauen wir uns die ganze Kiste hier mal an. Läuft ja bisher nicht so schlecht. Soll er doch an uns vorbeiziehen, ist mir egal. Ich will hier erstmal Sicherheit reinbringen. Das haben wir dann von Sicherheit. Boah, ist das eine scheiß Strecke, ey, leck mir am Arsch. Ja, das ist dann schon wieder so eine, wo du dir denkst, ja, was haben sich die Entwickler dabei gedacht? So was Schweres hier zu bauen. Denk mir mal. So, egal, wir machen das jetzt. Ich hab's im Urin. Ich war gerade während der Aufnahme pinkeln, ich hab's im Urin. So, schön außenrum. Schön flach hier. Ja, sehr gut. Das war noch nicht in Runde 2, aber egal. Jetzt aber. So. Und das Ganze soll ich noch 4-mal machen. Leck mir am Arsch, ey. Na, egal. Ein bisschen Herausforderung ist ja nicht verkehrt. Gerade bei Trackmania ist das ja Standard. So. Ich
Hier schön langsam. Das ist eine gute Idee, damit bin ich abheben und von der Strecke fliegen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Mein Gold drauf geschissen erstmal, ohne Scheiß. Außerdem hängen wir den ganz schön an der Hacken. Der hat noch nicht hier. Wir haben ja noch nicht Gold verkackt. Ist alles noch im grünen Bereich. Beziehungsweise dann im goldenen. So, der Flug ist auch gut. Alles cool. Rein in den Drift. Und dann. Nein! Egal, weiter, weiter, weiter. Alles cool, alles cool. Nehmen wir hier ein bisschen Tempo mit. 5 Sekunden dahinter. Alles im Rahmen, alles im Rahmen, alles im Rahmen. Um Gold kümmern wir uns später. Silber ist erstmal Ziel hier. 6,5 Sekunden. Das ist alles noch im Rahmen des Möglichen. Alles cool. Da wäre es was vorbei gewesen. Boah, da haben wir Lack gehabt. Da haben wir Lack gehabt. Und hier auch wieder. Oh, leck mir am Arsch. Da haben wir aber mit dem Lack gespielt, ey. Da ist es vorbei, das Lack. Komm schon. Und go. Ist egal, das schaffen wir noch. Silber. Alles cool. Boah, 14 Sekunden. Das wird zu krass. Das ist zu krass. Oder? Wir fahren das jetzt zu Ende hier. Sekunden. Alles gut. Ich habe keine Ahnung, ich stehe Richtung Silber. Weiß mir gerade doch relativ Wumpe. Bleib bloß gerade. Das ist ja gar kein Checkpoint. Habe ich voll vergessen. Egal. Komm, stell dich gerade und go. Go, 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 go. Komm, dann ist das Ziel. Fahr einfach durch und dann ist cool. 22 Sekunden, das ist niemals Silber, oder? Nee. Wir spielen jetzt einfach mal gegen Silber. 4-6 wäre Silber gewesen. Was hatten wir? Ich weiß gerade gar nicht. Last try aber jetzt. Komm, ein, zwei Versuche gegen Silber, ansonsten scheiß drauf. Ich glaube, hätte ich den Fehler am Ende nicht gemacht, hätte ich Silber sogar gehabt. Deswegen. Machen wir das jetzt. Ist ja egal, ist ja egal. Sonst gucken wir uns erstmal, ich glaube, rot an. Und ich glaube, wir brauchen sowieso erst bei schwarz am Ende überall Gold. Glaube ich. Geschweige, beziehungsweise Silber. Dann für die letzte Reihe, glaube ich, brauchen wir das Gold. Also so läuft das, glaube ich. Bei schwarz erst. Deswegen könnten wir rot ohne diese Strecke zocken. Ja, komm, scheiß drauf. Die Strecke machen wir dann anders. Machen wir rot weiter. Zum Freischalten benötigen Sie Goldmedaillen auf allen 5 vorherigen Maps. Alles klar. Jetzt wird's interessant. Jetzt kommen dann die richtigen Herausforderungen. Endlich. Ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, was wollen die eigentlich von mir? Ja, ich habe in der vorherigen Strecke auch gar nicht mein Bestes gegeben. Einfach um euch zu zeigen, dass ich auch mal noobig sein kann. Damit ihr euch besser fühlt. Nein, Spaß. Wollen wir mal ein bisschen Scheiß erzählen. Das ist ja im Let's Play, muss man ja auch mal ein bisschen Kacke erzählen. Wir brauchen Gold, wir brauchen überall Gold. Und wir fahren ein Looping. Ich glaube der erste. Oder zweite erst. Weiß es gerade gar nicht. So, wir hängen auf jeden Fall dicht hier am Sack. Boah, ist aber hardcore, ey. Das ist echt hardcore. So.
Boah, leck mir am Arsch. Das ist hart, das ist echt hart. Aber egal. Wir machen das. Ich hab da so eine Idee, ich hab einen Plan, ich hab einen Plan. Ich werde ihn euch nicht verraten. Da, schaut da, guckt da hin, alles cool. Aber es ist nur Silber. Egal, wir gucken uns jetzt die nächsten Strecken erstmal an, bevor wir hier da Gold holen. Schauen wir erstmal, was die nächste zu bieten hat. D02. 56 Sekunden. Wir gucken uns jetzt alle Strecken einfach nur an. Erstmal alles angucken und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Dann gehen wir ins Eingemachte. So, ich sehe nichts. Boah. Also mindestens Bronze erstmal. Zumindest die Strecken erstmal schaffen, Bronze holen. Dann machen wir den nächsten. Gehen die Reihe durch und dann gucken wir beim nächsten Mal, dass wir hier Gold kriegen. Weil so ein Let's Play immer nur an einer Strecke oder so, das ist so irgendwann auf Dauer langweilig. So. Aber Bronze will ich auf jeden Fall überall haben. Sonst ist das nicht akzeptabel. So, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Und go, 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 go. Alles cool. Fahr, fahr, fahr. Nein! Shitty Bums. Und weiter geht's. Bronze ist drin, Bronze ist drin. Fuck, jetzt nicht mehr, glaube ich. Weißt du was? Nee. Ich bin zu gefrustet, um die jetzt nochmal zu fahren. Das kann nicht wahr sein, ey. Gucken wir uns erstmal den 03 an. Ganz cool, ganz easy. Gold, natürlich. Auch wenn wir es sowieso nicht hinkriegen. Keine Ahnung, wenn die Strecken zu schwierig werden und ich die auf Dauer irgendwie nicht hinkriege oder so, dann spielen wir erstmal eine Multiplayer-Session. Weil ich glaube, wenn ich hier 5 Folgen lang immer dieselbe Strecke fahre, auf Dauer wird das öde. Deswegen würde ich sagen, probieren wir es alles einfach. Und wenn es zu krass wird, fahren wir einfach Multiplayer. Mal. Einfach noch eine Nachricht gekriegt und jemand, der mit uns zocken würde. Und dann kann man da ja mal zusammen ein, zwei Maps zocken. Oder auf Server gehen, keine Ahnung. Gibt es ja viele Möglichkeiten, die man machen kann. Wir müssen uns da ja nicht auf den Singleplayer versteifen. Oh, fuck. Ich komme nicht darunter. Alles klar. Scheiße, zu früh gedriftet. Egal, hier ist das Ziel. Noch nicht. Aber hier. 18 Sekunden dahinter. Vielleicht ist es Bronze, vielleicht auch nicht. Es ist nicht mal Bronze. Egal, dann gucken wir uns erstmal D04 an. Und dann gleich. Ne, D04 hatten wir gerade, oder? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ne, D04 hatten wir noch nicht. D04 und D05 und dann machen wir erstmal hier wieder einen Cut. Ja. Wird ja schon ein paar Minuten hier am Fahren. Wie viele genau weiß ich nicht, ist mir auch egal. Aber es ist Sonntagabend, ich muss gleich noch was erledigen. Oh scheiße, da dachte ich, da kommt eine Kurve. Egal, wir sind dann im Rennen. Alles cool. Verarschen, ey. Komm, rutsch durch den Checkpoint. Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Alter! Leck mich an, ey.
kann nicht wahr sein. So, nochmal das Ganze. Jetzt bin ich nicht schnell, genug, oder? Doch. Alles gut. Und hier und da lang. Oh, jawohl. Und hier. Boah, da musst du echt aufpassen. Das ist echt gemein. Egal, fahr, fahr, fahr. Gib Gas da. Noch ist alles drin. So. Caution. Aufpassen. Hat nicht viel gebracht. Nee, leider nicht. Aber wir sind gleich im Ziel. Hoffe ich. Da ist es. Ist es jetzt wenigstens Bronze? Komm schon. Komm schon. Ja. Danke. Eine noch. Eine geht noch. Eine geht noch an diesem Sonntagabend. Gleich 7 Uhr. Eine Multilap. Schauen wir uns die doch direkt mal an. Was sie so kann. So. Genug getrellert. Wo lang? Da nicht. Entschuldigung. Da hat sich. Da haben sich meine Gummibärchen. Oder meine Apfelschorle. Meine Apfelschorle hat sich dann mal gemeldet. Interessiert jetzt aber, glaube ich, auch herzlich wenig. Ich werde schon wieder hibbelig, dann erzähle ich wieder irgendeine Kacke wie immer. Die Leute aus meiner Schule werden das kennen. Wenn ich irgendwie nervös werde, erzähle ich viel Mist. Alter. Das war noch nicht mal die erste Runde und unser Wagen sieht schon aus. Wie, keine Ahnung. Genau so sieht er aus, wie keine Ahnung. Kennt ihr das, wenn ihr morgens aufsteht und ihr seht aus wie keine Ahnung? Schrecklich, schrecklich, sag ich euch. Komm, kürzen wir ab hier. Ach, da kommt uns jemand entgegen. Nee, komm, das hat keinen Sinn mehr. Ich bin demotiviert und gefrustet. Aber, was wir jetzt machen... Wir schauen in den Multiplayer rein. Ja. Genau das machen wir. Da ist keiner drauf. Gibt es da sowas wie empfohlen? Gehen wir mal bei Düsseldorf gucken hier. Freezer und Pizza kann man da auch. Hier so World, da World, World ist gut. Germany ist aber die meisten. Ubisoft Friends. Da! Fullspeed Amateure. Den nehmen wir doch. Da gucken wir jetzt mal rein. Einmal kurz gucken, was der so kann. To fully enjoy your first attempt, I suggest you to look at the GPS. The map, in fact, contains some transitions that may be hard to get at the first try. Nix, wir brauchen keinen GPS. Machen das hier direkt am first try. Kommt Rio. Nein, shit. Ja, das war dumm von mir. Egal. Weiter geht's. Neue Runde, neues Glück. Ich meine, das sind Franzosen. Dass die zocken können, wäre mir neu. Also, wenn ihr aus Frankreich kommt und mir zuhört, pardon. Ist Pardon überhaupt Französisch? Ich weiß gerade gar nicht. Bonjour. Merci. Voulez-vous coucher avec moi?
Naja. Wir wollen letztendlich nicht auf die Franzosen einhacken. Erstmal lieber die Strecke schaffen, bevor wir hier große Schnauze haben. Warum macht der da einen Checkpoint hin? Den du mit Fullspeed, also anders als wenn du Fullspeed hast, überhaupt nicht schaffst. So, wie viel Zeit haben wir denn noch? 57 Sekunden. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Ah, fucky Bums, ey. So, Rekordzeit ist 44 Sekunden. Wir haben noch 43 Sekunden. Jetzt müssen wir voll einen raushauen. Rundenrekord, sag ich da nur. Das habe ich schon mal geschafft bei Trackmania Nations 5 damals. Ich hatte nur noch, weiß ich nicht, den Rundenrekord Zeit an Zeit mir noch zur Verfügung. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, den Rundenrekord zu fahren. Ja, ist laut meiner aktuellen Fahrkünste kaum zu glauben. Aber es ist so gewesen und jetzt können wir drauf scheißen. Jetzt ist eh gelaufen. So, und ich glaube, hier wird sowieso nicht mehr viel passieren. Die Strecke ist jetzt zu Ende. Spiel wurde unterbrochen. Zurück zum Menü. Ja, egal. Ich wollte sowieso die Folge beenden. Leute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr mal Lust habt, mit mir zu spielen, online oder keine Ahnung, TeamSpeak-Server ist vorhanden. Wenn ihr TeamSpeak habt oder Skype, schreibt mich an. Wir spielen zusammen. Ja, was? Abonniert uns. Liked uns. Keine Ahnung. Bewertet unsere Videos, habt Spaß, holt euch einen drauf runter, keine Ahnung, ist mir auch egal. Aber wenn nett, wenn ihr uns bewertet. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch allen noch einen schönen, ja, Restsonntagabend, hoffe ich mal, wenn die Folge noch hochkommt. Ich gebe mir Mühe. Auf jeden Fall, eine angenehme Woche und wir sehen uns beim nächsten Let's Play Trackmania 2 Canyon. Macht's gut, haut rein, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschö und tschüss.